Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Gamblers. Wir werden ja heute die RAF spielen. Die ersten zwei Missionen war für die Deutsche und hier haben wir dann wieder RAF, die nächsten zwei Missionen, ihr seht es hier. Und dann haben wir hier wieder eine deutsche Mission. Also aber jetzt erstmal machen wir Panzerknacker. Wir sollen... Okay, das Briefing geht immer ein bisschen... sehr, sehr schnell alles. Wir sollen jetzt erstmal in Richtung Land fliegen, so wie ich das jetzt hier rausgesehen habe. Dann hier rüber sollen wir irgendeine Landstation angreifen. Truppenbewegungen, also Infanterie-Bodeneinheiten, sage ich jetzt mal dazu. Dann hier Bodeneinheiten, hier müssen wir aufpassen, so wie ich das jetzt hier sehe, dass hier auch feindliche Jäger kommen. Wir haben eine große Aufstellung an Panzer. Achso, Panzer. Ja, okay. Da wird, ich denke, Infanterie auch dabei sein. Schaut hier das Cockpit aus. Kann es sein, dass die Frau, egal ob in einem deutschen Flugzeug oder in dem jetzt hier, immer die gleiche Frau hängt? Hat also jeder die gleiche Frau daheim, ne? So, das sind nur LKWs hier. Ah, aber schaut mal, wenn wir kurz über den Boden fliegen, die Staubwelle unten am Boden. So. Ist weg. Aber ihr seht schon, da geht es fliegen normal, sobald wir in der Visieroptik sind. Wenn wir hier ein bisschen ziehen, verreißt gleich alles. Boah, das war knapp. Das war ziemlich tief. Drei Fahrzeuge sind es noch. Nein, das waren alle. Eine Tiger-Division wurde entdeckt, die sich in einem kleinen Dorf versteckt. Ja, da werden wir natürlich gleich hinfliegen. Wir säubern es mit Besen. Mit einem Besen säubern wir das Dorf. So, da haben wir jetzt einfach noch ein paar Raketen drauf. Wird schon erwischt, haben wir einiges. Wir haben Besuch. Achso, das sind ja auch die Häuser, nicht nur Panzer, so wie es ausschaut. Wir haben Besuch. Wenn wir unten am Radar schauen, seht ihr, dass sie von Norden... Flugzeuge kommen. Das müssten dann die Jäger sein, die abgebildet worden sind beim Briefing. Ah, nee, die Einheiten verstecken sich nur hinter den Häusern. Deswegen schaut es aus, als ob wir auch die Häuser mit erledigen sollen. Ist jetzt schwer zu sagen. Also da haben wir 5, 16, 21. Wo sind denn die Flieger generell? Die werden hier gar nicht mit aufgezählt. Okay, es geht jetzt hier eigentlich nur um Bodentruppen. Die sind weg. Jetzt haben wir noch 12 und 17. Komm, lad deine Raketen auf. Da haben wir einiges. Neutralisiere im Lauf deiner Karriere 200 Gegner. So, hier war doch noch einer, der ist weg. Ah, jetzt sind die Flieger da. Schaut hin, drei Stück sind es noch. Da haben wir einen. Den müssen wir mal schnell unserem Kamerad hier helfen. Einer. Komm, den lasst er mir bitte. Perfekt. Gegner erledigt, so. Aber ihr seht schon, ah, da kommen die nächsten, dass wir eigentlich wirklich in der Überzahl sind mit unseren Fliegern. Und ihr müsst ja noch so dazu sagen, wir spielen jetzt auch nur auf Normal, ja, und nicht auf Flieger aus oder Profi. Der letzte. Und das ist meiner. Perfekt. Gegner ist sauber. Müsste die Mission gewesen sein. Ja. Punkte 312. Wieso schießen wir jetzt eigentlich gleich so weit hoch? Hier müssten 1000.
Wir haben in der letzten Folge, haben wir doch erst das hier geknackt. Komisch. Naja, das war auf jeden Fall die Mission Panzerknacke. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und werden Nachtschatten spielen. Für alle, die das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss. Could be us.